und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 3, Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds im Hauptausschuss. Mit Schreiben vom 11. Februar 2020 legt der Abgeordnete Klaus Gagel sein Amt als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss nieder. Nach § 6 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags werden die ordentlichen sowie alle stellvertretenden Mitglieder des Hauptausschusses durch den Hessischen Landtag gewählt. Die Fraktion schlägt mit der Drucksache 20-2353 Herrn Abgeordneten Arno Enners als stellvertretendes Mitglied für die Wahl vor. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag mit der Drucksache 20-2353 zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD, der Freien Demokraten, der CDU und der Grünen. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD und der Linken. Damit stelle ich fest, dass der Abgeordnete Arno Enners als stellvertretendes Mitglied im Hauptausschuss gewählt wurde. Herzlichen Glückwunsch.